Das wollte ich als Kind werden. Mit zwei Medizinereltern war mir früh klar, dass ich auf keinen Fall Ärztin werden möchte. Es hat mich immer gereizt, Dinge aufzubauen. Und daher war mein Ziel, Bauingenieurin zu werden. Aber auch wenn das entsprechende Studium dann doch nicht so ganz das Richtige für mich war, so baue ich heute trotzdem Brücken. Brücken zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Brücken zwischen Konzernen und Startups und damit auch Brücken zwischen verschiedenen Generationen und Kulturen. Der beste Rat meiner Mutter. Der beste Rat meines Vaters war es vor allem, sich nicht nur wegen einer einzelnen kritischen Stimme von meinen eigenen Ideen und Zielen abbringen zu lassen. Selbstbewusst in meinen Entscheidungen zu sein und mutig meinen Weg einfach weiterzugehen. Wertvoll bei diesem Rat war allerdings der Zusatz. Er hat mich nämlich auch ermutigt und mir mitgegeben, dass es überhaupt kein Problem ist und auch keine Schwäche ist, eine Entscheidung auch wieder ganz bedacht und mutig zu revidieren, wenn man denn merkt, man ist auf dem Holzweg. Ich habe unterschätzte Talente als... Eine Journalistin sagte mal zu mir, ich habe ein ganz gutes Gespür für Geschichten und wie man sie erzählt. Ich selbst würde das eher als gutes Gespür für Synergien bezeichnen. Für Synergien, die über das Offensichtliche hinausgehen, zum Beispiel bei verschiedenen Businessmodellen, Kooperationen, die vielleicht nicht eher die naheliegendsten sind, aber wahnsinnig viel Potenzial bergen. Meine heimliche Schwäche. Marzipan und Schokolade. Und das am liebsten in ihrer schönsten Synthese. Mozartkugel. Mein Vorbild. Eigentlich habe ich kein spezifisches Vorbild. Es sind vielmehr die mutigen Pioniere, die jungen Unternehmer, diejenigen Menschen, die nie stillstehen und sich laufend neu erfinden oder alle ihre Kraft einsetzen, um uns auch als Gesellschaft weiterzubringen. Das sind die Menschen, die mich jeden Tag inspirieren. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Ich sehe Möglichkeiten, wo andere Probleme sehen. Frei nach Churchill, a pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Ich bin mir ganz sicher, dass ich einen Satz auf meiner Beerdigung auf keinen Fall hören werde. Und das ist, sie hat sich immer den leichtesten Weg ausgewählt. TURI 2 Edition. Inspiration für MeinungsmacherInnen.